Moin und herzlich willkommen zurück im Jungbrunnenspiel. Heute geht's auf große Fahrt. Ich habe ja letzte Mal in den beiden letzten Folgen den Guide gemacht und wir waren auch schon unterwegs. Und heute geht's auf die Insel. Und zwar habe ich alles soweit repariert. Ich glaube ja, ich habe zweimal Wasser mit. Müsste reichen. Ich bin noch gut ausgerüstet. Dann gehen wir mal direkt los. Ich hoffe sehr, dass ich nicht auf der neuen Insel alles bauen muss. Denn das wäre ein bisschen blöd, ne? Weil hier steht ja alles und das hat ja hier schon stundenlang gedauert, das alles zu bauen. Ach, Moment mal, habe ich Reparaturset mit? Habe ich, glaube ich, im Boot, oder? Gerade geht die Sonne auf. Es ist schon nice, ne? Es ist schon schön gemacht. Gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich guck mal eben kurz erst in die Kiste. Ne, ich hab... Wo sind denn die Schiffsreparatursets? Das ist schlecht. Ohne will ich jedenfalls nicht fahren. Da ist auch noch Essen drin, Feuerstein, die Suppe, die Angel und noch ein Topf. Das ist gut. Aber ich hatte doch die Reparatursets. Die habe ich doch gar nicht benutzt. Wo habe ich sie? Hatte ich schon erwähnt, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das freut mich sehr. Baumeister, Werkzeugkasten, da habe ich auch noch eine Suppe. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe die doch hergestellt. Nein. Da, drei Stück, zack. Okay. So. Wir hatten ja beim einsamen Berg, beim letzten Mal in der letzten Folge, beim einsamen Felsen heißt er, glaube ich, gesehen, dass die von der Insel hier weg wollten. So, navigieren. Warum soll ich das jetzt reparieren? Ich kann nicht... Der ist doch jetzt 8771. Warum muss ich den jetzt reparieren? Der hat doch noch eine Haltbarkeit. Oder Interaktion. Andocken, loslegen. So. Hier wollen wir hin. Da ist die Santa Maria. Die haben wir entdeckt. Da können wir also hinreisen. Und das hier alles steht uns noch zur Verfügung. Bestätigen. Wir brauchen auch nur noch eine Stunde, sechs Minuten, weil ich diesen Bonus gefunden habe, dass die Schnellreisen 50% schneller gehen, was sich natürlich auf die Haltbarkeit auswirkt. Das ist das Gute daran. Und ja, das werden jetzt wahrscheinlich, das sind diese Büffelinseln, wahrscheinlich wird es da hier Kupfer geben oder irgendwelche Erze. Und ich wollte vorhin sagen, wir hatten ja gelesen, dass die diese Insel verlassen wollten, um eine andere zu finden, wo man besser leben kann. Aber auf der Insel hier kann man ja eigentlich ganz gut leben, ne? Wie man gesehen hat. Sämtliche Nahrungsmittel sind da. Ich konnte das große Lager bauen. Ich konnte die ganzen ersten Maschinen bauen. Und mal sehen, es wird auf jeden Fall schwieriger. Da bin ich mir sicher. Und es werden sicherlich auch gefährlichere Tiere da sein. Vielleicht auch Haie hier in diesen Gewässern. Um der Insel, auf der wir waren, gibt es ja gar keine Haie. Von daher muss man mal sehen, was passiert. So, der Ladebildschirm dauert ein bisschen länger. Ich denke, ich mache nochmal einen Cut. Da sind wir. Hier rechts sind die ganzen anderen Inseln. Das sieht ja auch ziemlich karg aus, ne? So viel Lust habe ich da nicht drauf. Ganz geradeaus. Das sieht aus, als wäre da ein anderes Schiff. Aber ist wahrscheinlich nur ein Felsen. Wir müssen aber nochmal hier links erst zum Schiff. Denn ich hatte da ja ein Rätsel gar nicht gelöst. Guck mal, jetzt ist die Haltbarkeit 8292, also das ist schon gut. Schon relativ problemlos. Das macht echt Spaß auch hier, ne? Du hast halt ganz normal die Vorwärts-Rechts-Links-Tasten und es ist einfach zu steuern. Und der gibt auch richtig Gas, finde ich. Optimal gelöst. Wirklich. Muss nicht immer alles, wer weiß, wie kompliziert sein in den Games. Das mag ich auch hier an dem so sehr. Es ist wirklich ein schönes, kleines Game, aber doch komplex genug, um länger zu fesseln. Ja. So, bremsen. Der bleibt doch direkt stehen immer, ne? So, navigieren beenden. Und dann laufen wir mal einmal rein. Ich habe ja letztes Mal was verpasst. Jetzt weiß ich ja, dass hier nichts Gefährliches auf uns wartet.
Nehmen wir mal noch ein paar Sachen mit. So, und jetzt weiß ich ja auch, dass diese Stoffballen oder diese Sachen, die so aussehen wie Säcke, davon bekommt man ja diesen Seidenfaden. Also was ich letzte Mal übersehen habe, hier ist eine Captain's Kajüte. Genau, benutze Schlüssel, um zur Captain's Kajüte zu kommen und die zu entsperren. Und ich hatte mich hier unten nicht genug umgesehen, denn ich hatte hier die Kanone gebaut, aber wir haben ja den Zunder nicht gefunden. Und deswegen siehst du noch genug. Ich mach mal die Fackel an. Ich drücke immer noch die falsche Taste. Auf der 4. Anzünden. Mit Feuerstein entzünden. Das ist auch ein Witz, ne? 30 Minuten für die Fackel. So. Hier habe ich nämlich nicht reingeschaut. Siehst du, hier ist eine Tür. Die anderen Türen waren ja versperrt. Aber hier hatte ich nicht reingeschaut. Hier, siehst du, die Tür war versperrt. Hier, umschneiden, das... Ah ne, das gibt jetzt wieder nur Stöcke. Okay, ich dachte, das gibt jedes Mal diesen Seidenfaden. Okay, Kanonenkugel. Das gibt den Seidenfaden, na, umschneiden. Den nehmen wir mit. Was haben wir hier? Holzspäne nehmen wir auch mit. Ich glaube, die kann man als Zunder benutzen. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Das sind alles nur die kleinen Kisten. Ah, und das sieht doch aus wie Schießpulver. Jawohl, sehr schön. Das war's, ne? Okay. Dann zünden wir mal die Kanone. Was können wir hier noch abbauen? Guck mal, die Hängematte. Okay, gibt auch hier den, was war das jetzt nochmal? Sehnenfaden, nicht Seidenfaden. Genau. Das hier auch. Okay, her damit. Was wir davon haben, haben wir. Nochmal Holzspäne. Ich denke, die kann man als Zunder nehmen. Ich bin mir nicht sicher, wofür man die braucht. Ich habe schon beim ersten Mal die Sachen mitgenommen, wusste da aber auch nicht, wofür man die gebrauchen kann. Hier ist noch eine. Das gibt nur Stöcke. Gut, dann platziere das Pulver. Platziere die Kanonenkugel. Benutze die Fackel. Jawohl. Ja, schön. Die kleinen Sequenzen immer finde ich ganz nett. Können wir die wieder mitnehmen? Nein. Das wäre jetzt natürlich noch gut gewesen, ne? Wenn wir die wieder hätten mitnehmen können. Okay. Schiffsbett. Oh. Werkzeugsatz. Hinzugefügt Werkzeugsatz. Schauen wir mal direkt. Werkzeugsatz. Ein seltener Satz von Präzisionswerkzeug zur Herstellung von Waffen aus Eisen. Kann in gesunkenen Schiffen gefunden werden. Sehr schön. Dann können wir hier meine Pistole reparieren oder noch ein Gewehr bauen oder irgendwie so. Was haben wir da? Primitives Schiffsreparaturset. Auch gut. Wir haben zwar schon drei mit, aber was wir haben, haben wir. Muss man da nicht das große benutzen. Teller und so. Wenn ich den umschneide, kriege ich wieder nur Stöcke. Okay. Leider gibt es keine Möbel bis jetzt, ne? Das wird mir natürlich auch noch gefallen. Da ist der Schlüssel. Holzspäne. Da gibt es wieder nur Stöcker. Okay, die Bank gibt bestimmt auch nur Stöcker. Genau. Wofür sind die Holzspäne? Zunder zum Entzünden von Feuer, ja, dachte ich mir schon. So, nichts verpasst hier. Noch eine Hängematte. Habe ich gerade gar nicht gesehen.
Dahinter noch irgendwas? Nee. Ich denke, hier unten sind wir durch. Und jetzt bin ich auf die Kabine gespannt. Was erwartet uns da? Da dürften wir dann das Quest wohl abschließen. So. Ja, moin. Meine Herren. Und mal einen kleinen Screenshot machen. Zack. Fertig. Das Logbuch der Santa Maria ins Inventar legen. Video? Dauert ein bisschen. Captain of Santa Maria and his mate are killed. It looks like the killer took them by surprise. But who? Who could have done such a thing? And most importantly, why? On the table, there is the Santa Maria's logbook, stained with blood. Apparently, the killer looked into it. I must examine it at once. Okay. Gut, ich lese trotzdem mal vor. Ich habe jetzt erst überlegt, weil so viel Text ist, aber wir folgen ja der Geschichte und der Story. Warum wurden die umgebracht, ne? Geht's um Ressourcen? Die wollten doch hier auf Entdeckungsreise gehen. Da ist natürlich der Jungbrunnen, klar, der wird viele interessieren. Die Santa Maria strandete auf dem Felsen und erlitt Schiffbruch. Dem Himmel sei Dank hat ein Teil der Besatzung überlebt. Wie mit dem Leiter der Expedition vereinbart, senden wir täglich Signale, indem wir die einzige intakte Kanone abfeuern. Der Bootsmann hat mir gesagt, dass die meisten unserer Vorräte durch das Meerwasser zerstört worden sind. Wir müssen jemanden auf die Suche nach Inseln schicken, wo wir etwas zu essen und frisches Wasser finden können. Letztlich war das ständige Abfeuern zu viel für die Kanone und sie ging kaputt. Und sie kann erst repariert werden, wenn der Kanonier von der Aufklärungsmission zurückkehrt. Unser Anführer hat überlebt. Heute kam Captain Ponce de Leon bei uns an. Er hat uns gefunden, indem er unseren Kanonensignalen gefolgt ist, kurz bevor die Kanone kaputt ging. Und noch mehr gute Nachrichten. Die gleichen Kanonensignale hörten wir heute von der großen Insel, nicht weit von hier. Das bedeutet, dass die San Cristobal den Sturm überlebt und irgendwo dort angelegt hat. Die schlechten Nachrichten, wir haben immer noch nichts von dem Kanonier und dem Koch gehört, die aufgebrochen sind, um die Inseln auszukundschaften. Ja, wir wissen ja, die sind auf dem großen Felsen und die sind tot. Juan Ponce de Leon ist sich selbst treu geblieben. Seine scheinbar unbegrenzte Energie hat uns sehr inspiriert und uns zum Handeln angeregt. Nach einer kurzen Diskussion sind wir zu einer Entscheidung gekommen. Der Captain wird alle Überlebenden in Rettungsbooten zur großen Insel bringen. Ein paar Männer und ich werden ein paar Tage hier bleiben und auf die Rückkehr des Kanoniers und des Kochs warten. Hätten sie das mal nicht getan. Oder auf die Bestätigung, dass sie nicht mehr unter uns weilen, und dann werden wir den anderen im für uns vorgesehenen Rettungsboot folgen. Wir sehen ein weiteres Rettungsboot am Horizont, das in unsere Richtung fährt. Das könnten entweder unsere Späher oder ein weiterer Überlebender sein. Ja, es wird ja jetzt echt richtig spannend, ne? Also irgendwie jeder, der zurückbleibt, stirbt leider. Sowohl hier der Koch als auch, für den Riesenschrank hier gibt's 4 Stöckchen. Also alle sterben irgendwie und jetzt gibt's noch einen Unbekannten, der die auch noch tötet. Da leuchtet noch was. Ah, sehr schön, zur Kartografie. Nehmen wir mit. Ansonsten... Stöckchen. Hier. Was haben wir hier? Hinzugefügt Marinefernglas. Können wir das immer benutzen? Nee. Schade. Oder sehe ich es nicht? Nee, es ist auch nicht hier. Es ist auch nicht hier. Wo ist es? Das sind ja die einzigartigen Gegenstände. Marinefernglas. Ich verkaufe meine teuflische Erfindung, weil ich mit ihr sah, dass mein Tod in den Stern geschrieben steht. Rui Faero gibt Informationen zur Distanz zu markierten Gegenständen und erhöht den Sichtbarkeitsradius von Markierungen im Konzentrationsmodus um 50%. Okay. Gut. Was wir haben wir. Aber Moment mal, Konzentrationsmodus und markierte Gegenstände. Okay, die Markierungen sind klar. Aber was ist jetzt der Konzentrationsmodus? Das Schleichen wahrscheinlich, ne?
Sonst ist hier nichts. Die Feder kann ich nicht mitnehmen. Von den Jungs. Das wäre nicht schlecht, wenn man die Rüstung mitnehmen könnte, ne? Ich möchte auf keinen Fall irgendwas jetzt verpassen hier. Schauen wir einmal kurz, so, Expeditionsverlauf. Ne, hier. Na, wo ist es denn? Ich suche gerade das, Tod des Kanoniers. Nee, wo ist denn jetzt gerade das Journal? Ah, hier. Finde die Kupferinsel, das Lager des Captains. Story, aktiv. Okay, die haben wir jetzt alle abgeschlossen hier. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, das habe ich gesucht. Ist im Journal ganz oben. Okay, dann fahren wir mal zur großen Insel, ne? Mal schauen, wie es da aussieht. Oh, hier ist sie schon fertig. Ne, siehste, wird erneuert in 2 Tagen. Ich hatte nämlich hier die Drachenfrucht genommen, weil die ja auch Wasser gibt. Und jetzt wird es mir zum Verhängnis, wird erneuert erst in 2 Tagen. Also die Ressourcen sind relativ wenig hier, muss ich schon sagen, ganz klar. So, Stein. Na komm, wir nehmen den mit und packen den ins Schiff. Adios, Santa Maria. Vielleicht kommen wir nochmal wieder, ich glaube aber eher nicht. So, den können wir nicht umschneiden. Dann schauen wir mal. Ich bin echt jetzt gespannt auf die große Insel. Nein, ich wollte an die Kiste ran. Danke. Einpacken. Einpacken. Alles einpacken. Die auch in die Kiste. Ich hoffe, dass wir nicht das Boot irgendwie verlieren können, ne? Das wäre natürlich schlecht. Interaktion. So. Einmal wenden. Das hat auch... Ja, jetzt bin ich gerade über so einen Felsen drüber gefahren. Ich wollte nämlich gerade sagen, das hat auch kaum Tiefgang, was natürlich sehr gut ist. Denn wenn du damit gegen die Felsen stößt oder gegen den Dock zum Beispiel beim Anlegen, dann bekommt das Schiff durchaus Schaden, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, ich steuere jetzt erstmal auf die große Insel dazu. Guck mal, die Felsen da, das sieht ja schon irgendwie... Das da wird die größte sein, ne? Definitiv die größte. Aber ich schaue mir jetzt erstmal alles an hier. Sind das 2 große Bäume oder 3 große Bäume zum Kartografieren oder täuscht das? Guck mal, da ist auch irgendwie ein besonderer Felsen, aber das hier wird die größte sein wahrscheinlich. Und da hinten ist noch so ein kleines Ding. Sehr interessant. Nicht so wie bei uns auf der Stamminsel nur eine Insel. Da sind doch safe irgendwelche Bauten, guck mal. Das ist echt spannend, ne? Das ist so ein bisschen so ein Luxus-Robinson Crusoe, ne? Wir sind hier komplett alleine, aber es ist spannend. Wir müssen uns um die Viecher kümmern und das sieht auch so aus, als wäre doch da, als könnte man da reinfahren. Also, ich leg da aber jetzt gleich an der anderen Ecke. Ne, da ist nichts. Bitte wenden und hier einmal anlegen. Das ist doch direkt so ein Kartografiebaum sofort. Wunderbar. Und ich habe keine Seile mit, ne? Ich habe keine Seile mit. Das habe ich vergessen. So ein Mist. Ist das Rote da ein Riesennest? Also, neue Insel, neue Viecher, ne? Ich habe noch, ich glaube, 6 Schuss oder so mit der Kanone. Es sieht aus, als wird es schon wieder dunkel. Da ist direkt eine Schildkröte, das ist gut. Ich habe den Angelplatz verlassen. Ah, hier ist direkt ein Angelplatz, auch gut. Ich habe die Fackel noch an. Löschen. Löschen.
Wer greift mich an? Irgendeiner greift mich an, aber das ist mir jetzt im Moment egal. Wir schlafen erstmal. Wir haben ja alles dabei hier. 10 Stunden bis zum Morgen. Okay. Dann ruhen wir uns erstmal aus. So, jetzt müssen wir was trinken. Machen wir. So. Irgendwie anlegen muss ich ja nicht, ne? Das ist so okay. Ich nehme mal, vorsichtshalber, die Knarre. Oh. Ach du Scheiße. Oh, Leute. Okay, ich habe jetzt eine Munition verschwendet. Wie stark sind wir verletzt? Sieht ganz gut aus, ne? Status. Lebhaftigkeit, okay. Ja, krass. Tegu. Auf die Schulter legen, Interaktion. Okay. Alles ernten. Frische Teju-Haut. Ja, 99 Haltbarkeit. Oh. Siehst du, es geht schon wieder los. Ich habe nur ein Messer mit, glaube ich. Und das können wir jetzt nicht mal eben so herstellen, ne? Ich werde jetzt, ich werde nur die Teju-Haut mitnehmen. 10. Ich habe auch, glaube ich, keine Obsidianscherbe mit. Ja. Ich nehme nur die beiden mit. Gibt's keine neuen Rezepte dafür, aber ich nehme hier noch die auch mit. Nur die eine, minus 5. Das ist das, ne? Man muss echt immer aufpassen. Und ich habe keine Liane dabei, ne? Böser Fehler. Ne, ich habe kein Seil eingepackt und kein Ersatzmesser. Tja, schade, schade, schade. Ich bin etwas stumm, weil ich etwas vorsichtig bin. Brennnessel. Keine Ressourcen. Aha. Brennnessel sind keine Ressourcen. Das ist schon spannend, ne? Ja, ich habe nichts mit, deswegen. Ja, kein Seil. Also, merke dir, nimm auf jeden Fall Seile mit. Das da hinten gucken wir uns auf jeden Fall auch an. Sehr, sehr nice. Auch komplett andere Geräusche, ne? Boah, was ist das denn für ein Vieh da hinten? Ach, Büffel. Büffelinsel. Toter Baum bringt Rinde und das. Und Zweige. Guck dir das an, Büffel. Ich lass die jetzt erstmal. Ich hab halt nur noch ein paar Schuss. Und ich habe jetzt hier sowieso nichts gebaut. Da hinten sind ein paar Palmen. Aber viel ist jetzt hier nicht, ne? Echt spannend. Kanonenkugelbaum, das war... Kanonenkugelfrucht. Umschneiden. Okay. Kanonenkugelfrucht, ein neuer Bauplan freigeschaltet. Die Baumstämme muss ich da jetzt erstmal liegen lassen. Bin doch angespannt.
Agave. Achso, kein Werkzeug erforderlich. Ich dachte gerade schon, hä, habe ich kein Werkzeug? Neuer Baumplan wurde freigeschaltet. Da gucken wir uns gleich alles an. Die Büffel lasse ich da erstmal rechts liegen. Ich will hier hin natürlich. Wieso gibt es auf der kleinen Insel zwei große Bäume? Also, ich nehme doch die Knarre, ne? Oder? Ah, ich weiß nicht. Fahren. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Aber gut zu wissen. Da geradeaus ist auch irgendwas. Ja, ich weiß. Skorpione? Bin ein bisschen vorsichtig. Hier werden da wieder irgendwelche Schlangen sein. Der ist weit genug weg. Komm, wir verschaffen uns einmal einen Überblick. Der ist nicht so weit weg. Also, es ist eine kleine Insel. Da hinten sind ein paar Palmen, da sind die Büffel. Und das war's dann auch schon, ne? Da ist irgendwie so ein kleines Lager mal gewesen, genau geradeaus. Okay. Und was ist jetzt hier? Ist hier Wasser? Ton. Kein einziges Tonteil? Nee. Das ist schlecht. Okay. Feigenkaktus, der gibt doch bestimmt ein neuer Bauplan. Der gibt doch Wasser bestimmt, ne? Kann von Kakteen gesammelt werden. Ja, und was können wir damit machen? Können wir nicht essen. Okay. Ich guck gleich beim Bauplan, was wir jetzt hier schon alles gefunden haben. Stein. Wieso gibt es denn hier gar keinen Ton bei diesen Dingern? Ich wechsle nochmal. Da ist wieder so ein Leguan. Oder was das war? Auf jeden Fall eine Echse. Ein Vogel, oder? Jetzt ist es schon spannend. Also, ich könnte jetzt auch hier so durchrennen, aber ich habe die Sorge, dass es noch irgendwelche Riesenviecher gibt. Da ist eine Schlange. Na, komm her. Aber die erwischen einen doch immer, ne? Oh, ein einzelner Stoß reicht schon. Okay. Aber ich bin schon ganz schön verletzt. So, du bringst wahrscheinlich das Gleiche. Ja, nehmen wir auch mit. -10, okay. Können wir nämlich trocknen.
Das Stangenfleisch. Apropos. Die gute Suppe habe ich natürlich jetzt drin gelassen, ne? Ist ja klar, dass ich die Suppe jetzt drin gelassen habe, anstatt die mitzunehmen, die die Gesundheit auch heilt. Plus 22 Wasser. So. Dann schauen wir mal. Ach du Schande. Da ist ein Zelt. Ey, wenn wir hier auf andere stoßen würden, das glaube ich aber nicht. Das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, denn er ist alles zerstört. Also, ich denke jedenfalls, dass es nicht dafür ausgelegt ist, ne? Guck dir das an hier. Die haben sich aber hier, ja. Finde das Lager der überlebenden spanischen Mannschaft geschafft. Na, es tut mir leid, euch hier so zu sehen, Jungs. Wirklich. Guckt ihr das an, hier können wir noch schlafen. Okay, das ist natürlich nice. Damit hätte ich jetzt wirklich überhaupt gar nicht gerechnet, ne? Wo ist die Schlange da hinten? Dass wir hier so ein kleines Lager haben. Ist hier auch schon eine Werkbank, zufällig. Haufen Schrott. Tagebuch von Ponce de Leon. Neues Video. Einmal Cut natürlich. The storm took the lives of many members of the San Cristobal crew, including the captain. But the ship reached the final destination of the expedition. Instead of the island, the sailors found an impassable chain of rocks and dangerous currents. They called it the Bimini Belt. After unsuccessful attempts to pass the Bimini Belt, the ship was badly damaged and in need of urgent repairs. First Mate Fernan, who had become the new leader, decided to stop near one of the large islands. Fernan organized the construction of a temporary camp there in order to find resources to repair the San Cristobal, as well as to search for other survivors who could be on the islands nearby. A few days later, the survivors arrived themselves. Juan Ponce de Leon was accompanied by sailors from the Santa Maria. Once again, the commander encouraged his comrades in the success of the expedition. During the assembly, Fernan showed pieces of copper ore that had been found on the island. If enough copper could be found, it was possible to repair and strengthen the San Cristobal and continue the expedition. The crew decided to go in search of copper ore deposits. The next morning, Fernan Delgado and Juan Ponce de Leon, as the most experienced explorers, left the camp. Okay, das Tagebuch. Juan Ponce de Leon, Expedition zum Jungbrunnen, AD 1513. Die San Cristobal ist entkommen. Als wir diese große Insel erreicht haben, sahen wir die Karavelle vor Anker liegen. Die Tatsache, dass die San Cristobal uns vor dem Sturm im Nebel verloren hatte, hat sie gerettet. Und jetzt ist das Schiff hier, also geht die Expedition weiter. Die Matrosen der San Cristobal haben uns von dem Ring von Riffen um Bimini erzählt, oder dem Bimini-Gürtel, wie sie ihn nannten. Es ist eindeutig, dass dieser Gürtel nicht leicht zu durchfahren ist. Wir müssen ihn näher untersuchen. Der Steuermann sagt, dass der Gürtel mit entsprechender Fähigkeit und Kenntnis des lokalen Wetters durchquert werden kann. Tja, jetzt kennen wir zumindest unser nächstes Ziel. Die Matrosen der San Cristobal haben uns erzählt, dass sie ein seltsames, tempelähnliches Gebäude inmitten des Meeres auf ihrem Weg hierher gesehen haben.
Es gibt auch mehrere Strömungen, die an diesem Ort aufeinandertreffen. Ich glaube, ich muss mir das genauer ansehen. Dort könnte es Hinweise geben, die mir helfen, die Karte zu entschlüsseln. Wir werden dorthin segeln, sobald das Schiff bereit ist. Fernan hat die Lagerarbeiten organisiert und geholfen, Suchtrupps zusammenzustellen. Er ist sehr talentiert und ein ziemlich nützlicher Assistent. Außerdem hat er Kupfer auf der Insel gefunden, deswegen nennen wir sie Kupferinsel, das zur Reparatur des Schiffes verwendet werden kann. Morgen werden wir beim ersten Sonnenlicht dorthin aufbrechen. Okay, es ist schon wieder dunkel geworden. Das schauen wir uns noch an. Karte der Kupferinsel. Hier ist das Lager, da ist die Kupfermine. Alles klar. Okay, also wird es hier erstmal weitergehen. Nahrungsbeschaffung. Wir scheinen ja hier relativ sicher zu sein. Da ist auch noch was. Da ist eine Werkbank. Normale Werkbank. Da sind auch ein paar Blätter. Erstmal alles, was man braucht. Ne? Nur das Boot ist so weit weg. Das stört mich ein bisschen. Die Schlange, die ist da. Die kommt ja nicht näher. Hinzugefügt das Buch der Wäscherin. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal eben an. So, eine Abhandlung, die ein berühmter europäischer Alchemist in Form eines Vergleichs einiger alchemistischen Werke mit den Stadien der Verarbeitung, des Waschens und der Pflege von Stoffen geschrieben hat. Ja, was haben wir? Lesebücher für die Spezialfähigkeit 10 Stunden lesen. Ich sollte bis zum Morgen warten. Okay, das machen wir jetzt aber trotzdem noch. Wir schlafen eine Runde. Die Schlange nervt ja soweit nicht. Schlafen und trinken. Essen brauchen wir nicht im Moment. So, jetzt einmal ganz kurz das Buch lesen. Dann ist natürlich direkt schon wieder dunkel, ne? Moment mal. Das hörte sich jetzt gerade so an, als wäre die Schlange irgendwie näher gekommen. Aber ist nicht. Was haben wir hier noch? Da oben voll der Aussichtsturm, ne? Dient er nur zur Aussicht oder dient er auch zur Verteidigung, ist die Frage. So, lesen. Lesen. Tödliche Dehydrierung. Stoppen. Oh Mann. Jetzt habe ich verschreckt hier die Wasserversorgung weggeschmissen, anstatt zu trinken. Also wir müssen einmal zurück zum Schiff. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Sehr, sehr spannend alles. Ich schaue mich hier mal in Ruhe um im Off. Ich gucke, ob ich mit dem Schiff noch woanders anlegen kann. Und dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass sehr gerne ein Like da, sehr gerne auch ein Abo mit aktivierter Glocke. Und dann geht's weiter. Danke, bis dann. Ciao, ciao.